U-Boot zerstört. Verschwinden wir von hier. Ja, das hatten wir aber auch schon vorher gehabt. Hallöchen, meine Freunde. Willkommen wieder hier zurück zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. So. Wow. Alles klar. Das Ding hat Löcher. Wäre ja nur noch fix hier. Scheiße, meine Nerven, Mann. So. Das. Klettern. Okay, geht nicht. Da klettern. Geht auch nicht. Da unten drunter durch. Geht aber auch nicht. Okay. Dann ist mir's relativ. Wo der Heli hier? Nee. Wir sind ja gezwungenermaßen hier rüber. Hab keinen Bock hier als Passagier, sondern... Was ist denn, du Plebo? Ich nicht hier hoch. Geh mal als Fahrer rein, hab ich ja nicht das Problem. Anschnallen, Leute. So. Und jetzt halt hoch an Land. So können wir es halt auch machen. Verkomplizieren wir es halt einfach. So. Hat Hakatari um ein Fahrzeug gebeten. Der kommt das jetzt auch. Weil viel sehe ich davon noch nicht. Bin. Okay. Lass mal da hochkommen. Neben diesen tausenden Bergen hier. Kommen wir da überhaupt hoch? Ich sehe schon schwarz. Warte mal. Was sind wir jetzt hier? Hier, dort, da, darüber. Das ist noch eine Zubehörkiste. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Da musst du aber unter den letzten Winkel suchen, ja? Diese Bogenboote fahren nach Osten. Es sei denn, sie können bergsteigen. Das meiste Pulver geht vermutlich sowieso nach Brasilien. Santa Blanca hat Leute in Sao Paulo und Rio. Die U-Boote fahren den Amazonas runter und biegen im Atlantik rechts ab. Das klingt so weit weg. Ja, aber wenn du bedenkst, wie viele von diesen... So, hört man das? Hier könnte man Treibstoff klauen. Na komm, wir trauen mal. Wir klauen mal Treibstoff. Routen nach Mexiko oder über den Atlantik nach Europa unterwegs sind. Seit ein paar Wochen auf einem Fluss fast nichts. Thank you.
Alles Gute. Schiff hier nicht zu, Flugzeug nicht zerstören. Ich bin der Pilot. Es sind aber auch Landebahnen hier. Fünf Kilometer. Eieiei. Hört nicht auf Bakataris falsche Versprechen. Wenn die Gelegenheit hat, wird euch das bisschen, das ihr habt, im Namen der Reichheit nehmen. Möge Santa Muerte euch segnen. Merci sehr. So. Gut, dann haben wir die 5 Kilometer. Ja, gutes Licht. Das war die Leuchtpistole. Das sind sogar noch wichtige Akten. Das ist eine Nachricht der Freien Rebellenkräfte Boliviens. Die als La Gringa bekannte Wissenschaftlerin des Kartells wurde gefangen genommen. Auch wenn sie der Kokainproduktion gedient hat, war La Gringa einst unsere Amiga. Bevor das Kartell kam, half sie für Hands Over Bolivia, der armen Landbevölkerung. Und auch in den Diensten des Kartells führte La Gringa eine Klinik, die allen offen stand, sogar Mitglieder der Rebellen. Aber dass sie im Kampf gegen das Kartell eine wichtige Rolle spielt, mussten wir La Gringa in Gewahrsam nehmen. Da sie Bolivien geholfen hat, wird sie aber nicht bestraft. Denkt dran, Kumpas, die Zukunft unseres Landes gründet sich auch auf Mitgefühl und Herzensgüte. Errichtet wieder ein neues Bolivien. So. Moment, wir müssen... Da müssen wir einmal durchstarten. Wäre sonst zu knapp. So. Jo, das ist richtig. So, wir haben nur 17 Fähigkeitspunkte. Die können wir ja noch in die Drohne. Nachtsicht, das haben wir schon. Coole Antarnung, Markierungsbereich, Tempo. Was haben wir dann noch? So, Zoom, Sprengladung, Panzerung. Also, naja, gut, das ist ja eher weniger das Problem. Lautloser Lauf, Autoschild, Explosionswiderstand. Flugzeugschild, das wäre eigentlich auch gar nicht noch so verkehrt, sonst sind wir ja von den Krupp. Gut, brauchen wir jetzt in dem Falle auch nicht. Granatwerfer. Achso, dass du da mehrere Granaten werfen kann. Munitionskapazität, Fahrzeugzerstörung. Ich wollte mal hier drauf gehen. Achso, dann fehlt uns wieder das Gelumbe. So, Taktikkarte. Was haben wir denn noch hier? Dort und dort nebenan war ja auch klar noch was. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie. Ja. Kriegen wir das noch hin? Nee. Ja, das haben wir uns festgefahren. Schade, hätte aber geklappt. Wir waren ja schon praktisch in der Luft. Und mal die Nili. Ist auch in Ordnung. So. So, 3 Kilometer einmal, aber schön nach unten. Das heißt, wir kommen auch mit Schmackes unten an. So, wunderbar, zack, 1 Kilometer nur nach unten hier. Und da glaube ich, wir nehmen an ja gleich noch die andere wichtigen Daten zur Produktion und den ganzen anderen Blödsinn.
Da ist was explodiert. War jemand lang da? Ich glaube, das ist nicht einfach landen möglich, oder? Da ist ein Heli-Landeplatz, aber glaube beinahe nicht. Ich würde einfach landen können. Wir gehen einfach mal ein bisschen außerhalb. Die Drohne ist oben. Mal nicht in die Rotorenblätter hier reinfahren. Oh doch, da hätte man einfach landen können. Ja, okay. So, zeig mal. Scheiße, ich sehe ein zweites Ziel. Noch ein dritter. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich habe einen Mörser dort oben. So nicht verkehrt. Mit dem sind's fünf. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hat man ja auch nicht alle Tage. Feind gesichtet. Das ist ein Vorposten, naja, ein ziemlich großer Vorposten, muss man ja sagen. Wenn das so eine Anlage hat hier. Huhuhu. Ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Ich sehe das Ziel. Beide safe? Hab ihn. Gut. Was ist mit denen da hinten? Ist doch auch ein Mörser, oder? Was sollen wir noch so da? Dann kriegen wir halt von hier auch nicht. Das ist das Problem. Wir wechseln mal kurz von der starken, also oder mal, nee, wir haben ja noch, wir dürften doch auch eigentlich irgendwelche Dinger haben von Sturmgewehren her, die waren jetzt das G36C, oder? Ja, das war doch unsere... Das war doch hier unser leises Baby. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Sind wir da? Wir sind voll getarnt. Schau doch mal euer Leben. Ich sehe 10. Ich glaube fast, die hocken. Das wäre ja wichtig, ob dann einfach noch jemand den Haus da drin rumhockt. Das scheint alleine zu sein. Ein scheiß Heli. Ist da ein Fenster dazwischen? Ein Fenster dazwischen. Also aufgescheucht werden die so oder so. Wir haben den Mörser ja trotz all dem deaktiviert. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Roger. Tango getroffen. Ich habe Pakatari um Verstärkung gebeten.
dein Ziel. Los geht's. Bereit, Feuer frei. Bereit. Verstanden. Oh, nutzen wir einfach den Panzer, der da ist. Hab ihn, er ist tot. Aus Santa Blanca gehen sich ja die Wäsche. Greifen wir ein? Easy. Diese scheiß Privat-PKWs mir hier mal gerade nicht auf den Sack gehen. Die haben schon alles schön und selber unter Kontrolle. Wo ist jetzt eigentlich Teil des scheiß U-Boot? Habt ihr nicht sogar ein U-Boot? Geh in Position. Ziel markiert. Ziel angreifen. Umgelegt. Ja, passt doch. Gib mal lieber das Gerotze hier weg und sagt mir an. Sag mal lieber einmal, das scheiß U-Boot hier sein soll. Ich habe das ja vorhin so gesehen, nur jetzt sehe ich es gerade halt gar nicht mehr. Das liegt auf jeden Fall hier vor Anker. Bleiben wir da vorne? Feuer! Haus da rin, Haus da ran. Ne? Ich raff's nicht. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Ja. Finden und versenken Sie sie. Einfache Anweisung, Lady, ohne Frage. Hab das C4 scharf. Achtung, das explodiert. Ladung ist scharf, in Position. Granate fliegt. Nehmt das.
Scheiße, wir wurden entdeckt. Irgendwo getroffen. Ja. Dann ist es trotzdem nicht an der Situation. Dass wir das U-Boot einfach nicht finden. Da sind noch mehr Tangos im Anmarsch. Die haben uns verloren. Sie nehmen den falschen Weg. Ne. Ich sehe das hier nicht. Tut mir leid, aber ich sehe das hier nicht. Das war hier. Das war eigentlich hier. Aber hier ist es halt gerade nicht mehr. Also, hä? Abgehauen sein kann es ja auch nicht. Da hätten wir ja Benachrichtigung gekriegt. Naja, ach. Erzähl mir mal was Neues. Drohne fliegt. Warte mal, soll das in der Hütte drinne sein? Wäre jetzt zwar komplett dämlich, ganz ehrlich, aber... Ich glaub da beinahe dran. Dass man das so oberirdisch gar nicht sieht. Ich hab dich, halt einfach durch, bin auf dem Weg. Bin gleich da. Irgendwo da unten drin. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr stark, das muss man sagen. Das ist auch nichts. Gucken wir mal hier weiter. Ziel eliminiert. Das ist für meine Augen auch kein U-Boot. Und das auch nicht. So, toll. Alle drei sind down. Das freut mich. Wieder sehr gute Arbeit geleistet. Auf allen Ebenen. Gottverdammt. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Ja, wenn du das nächste Mal einfach nicht verreckst, wie so ein Dulli.
habe die Rebellen angerufen, wegen Verstärkung. Hier ist ja auf jeden Fall Feindaktivität, das heißt... Sieh, ein Drogenboot. Muss ja der bloß Luxusmodell sein. Tango Nummer 3. Granate fliegt. Eine Fresse. Also Ewigkeit nach diesem Scheißding hier gesucht. Ernsthaft, muss ich erst noch C4 draufschmeißen? Die Ladung ist scharf. Ziel zerstört. Bloß nicht unaufmerksam werden. Alle U-Boote zerstört. Ziel erfüllt. Jetzt kannst du der Bruder Skoks nur noch per Ruderboot nach Florida schiffen. Shit, die wollen hier lang. Was jetzt? Jetzt hauen wir ab, beziehungsweise gucken uns dann... Raus aus dem Auto, sofort. Gucken wir uns dann das nächste Ding hier an, und zwar das da. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Aber erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Das war viel zu rein. Und ja, sorry dafür. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.